So ihr Lieben, da sind wir wieder und wir haben die erste Runde gewonnen gegen Yugi. Jetzt könnten wir das Deck wechseln, aber wir haben sowieso nichts. Also wird diesmal mein Gegner angreifen. Wir werden sehen, ob wir dieses Turnier jetzt oder dieses Turnier, dieses Match direkt für uns entscheiden können mit dem zweiten Sieg. Zumindest. Oh, guck mal da, cool. Der Celtic Guardian. Zumindest kann ich schon mal eine gute Defense aufbauen. Und habe auch gute Offense-Karten, sehe ich gerade hier. So. Zumindest eine gute. Aber das muss ja nichts heißen. Wenn er mich jetzt richtig im Griff hat, ist schon der Drops gelutscht. Weil er kann jetzt tatsächlich den ersten Angriff setzen. Aber er kommt nicht durch meine Defense durch. Und kassiert 700 Punkte. Ja, jetzt mal den stärkeren genommen, du Lümmel. Ah, schwierig. Okay, wir setzen das Trap-Hole. Und packen die mystische Elfe dazu. Und dann müsste das klappen. So. Spannung. Er hat auch irgendwas da hingelegt. Und der kassiert wieder 700 Schaden. So kannst du ihn auch besiegen. Ja, war es auch. Na gut. So, jetzt müssen wir da langsam gucken, dass wir hier vorankommen. Wir aktivieren den und hoffen, dass das keine kein Trap-Hole ist. Ah, doch, ist es. Okay. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Aber man muss das ja mal auslösen. Es nützt ja nichts. Kommen wir nicht drum rum. Okay, dann beenden wir jetzt unsere Runde und hoffen. Hä? Wofür denn? Okay. Flip summon. Ei. Ja gut, okay, aber er hat ja immer noch nichts, womit er die Defense durchbrechen kann. Tatsächlich habe ich auch nichts, womit ich seine Offense durchbrechen könnte, aber haben wir irgendwas, was dem irgendwie nahe kommt? Leider nicht. Das ist schwierig jetzt. 1200, 1200, 1200. Alles 1200 in der Defense nur. Er wird damit definitiv die Flipkarte angreifen. Jetzt muss ich nur gucken, welche ich am besten opfern kann dafür. Er ist der Schwächste. Du bist der Schwächste und du fliegst. Zack. So, weil jetzt hat er mich schon ziemlich am Sack. Aber wenn ich jetzt nur ein Black Hole hätte, ne, dann wäre schon der für ihn die Geschichte gelaufen. Okay, ja, ich möchte die Fallenkarte aktivieren. Und zwar diese hier. Ja, doch, den werden wir schon mal los. Können wir das als Teil einer Kette auflösen? Nee, machen wir nicht. Ah, er hat die genommen, Trottel! Oh, 750 Schaden für dich, du Lümmel. Ich habe dir nicht mal einmal bisher richtig Schaden zugefügt. Das hast du alles selber gemacht. So, okay. Oh! Oh! Das machst du erst im Nachhinein? Oh, oh. Ja, dann verabschiede dich mal davon, ne? Ciao. Ja. Und, wie lief das so für dich? Lief gut, ne? Jetzt kriegen wir langsam das Feld von ihm wieder geräumt. So, 2500. Das ist schon mal ganz gut. Er hat keine Fallenkarte gelegt, dann holen wir uns den jetzt. Aber jetzt legen wir den nicht in... Nein, okay, gut. So. Jetzt räumen wir mal langsam auf hier. Zack, so. Haben wir ein bisschen Schaden reingeballert. Okay. Ja, jetzt wird er nervös, okay. Wird auch zu Recht nervös.
Dann legen wir hier den lustigen roten Totenkopfvogel hin. Machen endlich diesen nervigen Feral-Druiden weg. Feral-Imp. So, jetzt machen wir langsam das Feld mal auf hier. Jetzt klappt's. Aber ich habe bisher erstaunlich wenig Fallen oder Zauberkarten gehabt. Das heißt, ich werde gleich irgendwann eine Phase haben, wo ich nur das Zeug ziehe. Okay, die Flipkarten, die machen mir Sorgen. Und die hier macht mir auch Sorgen, die Karte. Ach, komm. Ich riskiere es. Ja, ach Mist, da ist er. Aber ich muss das riskieren. Ich musste jetzt gucken, ob es klappt oder nicht. Schwierig. Okay, gut. Auch schwierig. Ah, okay, gut. Hat aber geklappt. Sehr gut. So, gegnerische Feld ist geräumt. Ich kann nicht sonderlich viel hinballern. Oh. Ach nö. Hat er schon wieder hier die Sperre hingeballert. Habe ich einen Zauberbrecher jetzt als nächstes? Das wäre doch mal was, oder? Nee, aber eine Wiederbelebenkarte. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Den hätte ich schon gerne wieder. Aber ich glaube, ich spare mir die Karte erstmal noch. Kann ich das hier wieder weghaben? Danke. So, also mein jetziger Gedanke wäre, ich setze jetzt den Ancient Elf. Und wenn ich jetzt... Also das Schlauste, glaube ich, wäre jetzt, wenn jetzt der Dark Magician kommt, dass ich den hier und den verwende, um zu opfern. Und dann das verwende, um mir das wieder zu holen. Wäre das so schlau? Ja, eigentlich schon, oder? Ich muss mir das nochmal ein bisschen überdenken, aber ich glaube schon. So, Battlephase darf ich nicht. Oh, buh. Sind das hier Salzstreuer eigentlich? Das sieht aus wie Salzstreuer, oder? Das sind doch Salzstreuer. Sieht aus wie Salzstreuer. So, wen stellen wir da noch hin? Hier, den stellen wir noch hin. Okay. Hat auch nicht viel Gutes auf Hand. Aber ich habe echt Sorge, mit jeder Runde, die wir fahren, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er gleich das Black Hole spielt. Ich meine, ich könnte mir trotzdem den hier wiederholen, aber... So, jetzt habe ich gewonnen, wenn er jetzt nicht irgendwie das Black Hole spielt oder so. Okay, jetzt gehen wir auch direkt den harten Weg. Und legen das in Verteidigungsposition. Ich trottel. Ach, Mensch. Egal. Oh Mann, wie ärgerlich. Und jetzt ach, Mist. Wirklich ärgerlich. Ich hätte jetzt die Runde beenden können, aber nein, ich habe mich zu dumm angestellt. Egal. Ich kann mir den immer noch wiederholen. Ich kann immer noch gewinnen. Das sagt man immer, wenn man vorm Verlieren ist, oder? Ich glaube schon. Okay. Ich hole mir den jetzt wieder. Ja, ich aktiviere eine Spellcard, Bitch. Wo ist er? Oh. Muss man hier aufpassen, wo man hinklickt. Den hätte ich gerne wieder. Und zwar so. What? Wow. Jetzt mache ich das schon wieder. Ah, ich muss immer dran denken, hier in die Battle-Phase zu gehen. Ah, gut, dass ich nicht auf den einen geklickt habe. Okay. Wir kommen trotzdem... Jetzt habe ich ja wieder... Weil ich den jetzt in die Verteidigungsposition gesetzt habe, habe ich schon wieder vergeigt. Pass auf, und jetzt spielt er das Black Hole. There must be something I can do. What? So, jetzt setze ich die Fallenkarte hier noch.
Ich habe jetzt das Black Hole. Aber jetzt habe ich auch die Schnauze voll. Hier direkt Battle-Phase, bevor ich hier wieder irgendwen in die Verteidigungsposition setze, ist jetzt auch mal gut, oder? So, 2 von 3 Matches gewonnen. Kriege ich jetzt 2 oder 3 Karten? Wenn ich jetzt 3 Karten kriege, wäre es natürlich cool. Gewonnen. Yeah, ich kriege 3 Karten. Blöd. Ah, okay, das könnte noch... Das ist auch blöd. Aber das hier, das sieht gut aus. Increase your life power by 500 points. Ja, das ist gut. Ja. No, I lost. Ja. I guess you wanted to win much more than I did. It was a great duel. Ja, es ist der Wille, der zählte. Genau. Mann, der erzählt einen Müll. So, wo ist meine neue Karte? Ups, da oben war sie, ne? Da. So, hier, 500 Lebenspunkte to go. Das ist doch nice. So, den anderen Quatsch brauche ich nicht. Also, nee. Obwohl, der hat ganz gute Verteidigungswerte, aber nicht ganz so gut, wie man es sich eigentlich wünscht. Hier, der hier ist einfach nur... Aber ein bisschen süß ist er ja schon, oder? Haha! Okay. Okay. Duel Mode. Match Duel. I hope you've come prepared, because it's time to duel. It's time to duel. Okay, also das Black Hole direkt am Anfang zu haben, ist schon mal nicht schlecht. Oh, das ist auch ganz gut. Ja, okay, wir haben ganz gute Karten, glaube ich. Können wir hinterfotzig anfangen? Nee, na gut, dann fangen wir so an. Legen wir mal direkt auf den Tisch, was wir krasses haben. Der muss nur die erste Runde überleben. Dann habe ich hier schon den fiesen Typen. Oh, tut aber nicht, okay. Ja, das ist doof. Now, I'll set a card. I end my turn. Ups. Ich will jetzt nicht das Black Hole für den da verwenden. Also der ist schon ziemlich gut. Ich glaube, ich werde den Trapmaster gleich legen. Ja, ich lege den Trapmaster. Können wir vielleicht seine Karte entschärfen. Oh, no. Oh yes. So, dann können wir das hier mal gucken. Ja, sehr schön. Das Trap Hole zerstört. Das ist doch wenigstens etwas. Okay. So, jetzt lohnt es sich aber schon, das gegnerische Feld freizuräumen. Das machen wir jetzt auch. Was haben wir da freigeräumt? Guck mal, die beiden kräftigsten Defense-Karten und die kräftigste Offense-Karte ohne Beschwörung. Das hat sich gelohnt. Jetzt holen wir hier unseren Sorcerer of Doom. Not bad. Das war's. Der Zombie. Ja, ja, ja. Ja, die Karte brauche ich wirklich nicht. 1500, nee, hilft nicht, schade. Dann müssen wir den setzen. Jetzt kommen wir wieder in die blöde Situation von gerade, dass er sich jetzt fröhlich hier was aufbauen kann, während er mir die Karten nacheinander wegballert. Mist. Genau so macht er das auch. Da kommen wir auch nicht weiter mit jetzt momentan. Ich kann ihm jetzt Kanonenfutter hinwerfen.
Ja, und jetzt ballert er mir 1,6 Schaden rein. Das ist ärgerlich. I end my turn. Vielleicht, wenn ich ihn setze, dass ich ihm zumindest noch 1000 Schaden zufüge, aber momentan stehe ich doof da. Oh. Ja. Konnte ich wenigstens 1600 Schaden noch vermeiden. Also eigentlich konnte ich sogar 3000 Schaden gerade dadurch vermeiden. Okay, habe ich irgendwas, was sich lohnt, wiederzubeleben? Irgendeine starke Defense-Karte? Nee, gar nichts. Ah, der hat mich voll in der Tasche. Wenn mir nichts Gutes in die Hände fällt, habe ich die Runde verloren. Eieieiei. Knappe Sache. Sehr, sehr knappe Sache. Jetzt wäre so ein Black Hole super. Ach, Mist. Das wird nichts mehr jetzt. Nee. Ich brauche eine gute Defense. Eine halbwegs gute. 1500 ist schon okay. Könnte, wenn ich Glück habe. Ich versuch mal was. Wo ist er? Das ist jetzt reine Glückssache. Wie jetzt. Ich brauche keine gute Defense. Ich brauche eine gute Offense. So, okay. That was a good attack. Momentan hat er mir nichts entgegenzusetzen. Jetzt ist natürlich jetzt hier der Man-Eater-Bug drunter und der wird jetzt geflippt und dann ist die Sache gegessen, aber... Luckily, I have this card. I have a monster on my field as a tribute. I summon Curse of Dragon. Okay. Aber den werden wir noch los. Okay. Anscheinend haben wir gerade noch geschafft, die Situation abzuwenden. Okay, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann guckt beim nächsten Mal wieder rein. Lasst ein Like, Abo, Kommentar, da würde ich mich sehr drüber freuen. Macht die Glocke an, dann werdet ihr benachrichtigt, wie es weitergeht. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.